Hallo und herzlich willkommen bei den Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und auf meine Gästin, nämlich Eva Danneberg, Geschäftsführerin von Werkehaus. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Eva, wenn ich an Werkhaus denke, an den Begriff, dann kommen mir sofort Bilder im Kopf von Holz, der Geruch und Sägespäne. Und ich denke an blaue Finger, weil ich im Werkunterricht nicht besonders begabt war. Du denkst wahrscheinlich an was vollkommen anderes, weil Werkhaus heißt auch dein, euer Unternehmen. Wieso? Naja, es ist gar nicht so anders. Also Werkhaus heißt schon Holz. Und der Geruch ist auch da, weil wir sind ja ein Produktionsunternehmen. Wir haben zwar jetzt nach außen hin, wirken wir vielleicht nicht unbedingt so, weil wir Shops haben und einen Webshop und diese Übernachtungsgeschichte da in Hitzacker, aber letztendlich stellen wir das ja alles her und wir kommen aus der Produktion und aus dem Großhandel. Das heißt, wir haben schon immer alles selber gemacht und auch eben alles selber vertrieben. Was genau macht ihr denn selber oder woran werkelt ihr? Ja, das ist tatsächlich jetzt ziemlich vielfältig geworden. Gestartet haben wir tatsächlich mit Büroordnungssystemen in den frühen 90ern und viel mit dem Material MDF, also mitteldichte Faserplatte. Und auch mit Spielzeugen, Spielmöbel, Kaleidoskope. Das ist auch so eine ganz alte Baustelle, so eine Manufaktur. Und das ging eigentlich auch alles so ganz gut bis zu den 2000er Jahren. Und dann haben wir angefangen mit Präsentationsmöbeln, also Displays für andere Firmen, Sonderanfertigungen bis zum Messebau, Shop-in-Shop-Systeme. Und, das heißt, ihr habt euch digitaler aufgestellt entsprechend. Ja, nee, eigentlich waren wir von Anfang an digital. Das war damals schon revolutionär. Heute ist es stinknormal. Maschinen zu haben, die direkt mit dem Zeichner verbunden sind und dann digital gesteuert werden. Und damals hatten wir eben auch gedacht, 92, oh je, da muss ja einer den ganzen Tag an so einem Kasten sitzen, am Bildschirm und was zeichnen dann für diese Schneideprogramme. Lass uns doch mal nachfragen, ob es da vielleicht jemanden gibt, der gehandicapt ist und der sowieso nicht laufen kann beim Arbeitsamt oder so. Und hatten sie auch tatsächlich jemanden, der hatte zwar eine kaufmännische Ausbildung, aber den haben wir dann umgeschult. Und jetzt, heutzutage sitzen wir alle den ganzen Tag vor diesen PCs. Aber damals war das schon sehr modern, sag ich mal. Und Eva, wie bist du überhaupt zu Werkhaus gekommen? Du hast Werkhaus mitgegründet, ihr seid ein Familienunternehmen. Ja. Warst du schon immer begeisterte Handwerkerin, hast immer gerne mit Holz zu tun gehabt oder wie kam das? Das schon, aber ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin eigentlich Erzieherin, habe Erzieherin gelernt und da hat man viel Werkunterricht, war auch eins meiner Lieblingsfächer. Bin aber jetzt nicht so die typische Kindergärtnerin oder so, diesem kleinen Kram gepuzzelt, sondern ich habe immer Jugendarbeit gemacht. Dann war mein Mann halt in dieser Kunsthandwerkerschiene unterwegs, auch mit seinem Bruder zusammen und so. Und hat damals Keramik gemacht und Kaleidoskope. Und irgendwann ist er auf diese Idee mit diesem Stecksystem gekommen. Also er ist tatsächlich derjenige, der sich das ausgedacht hat. Das heißt, das ist euer Alleinstellungsmerkmal, quasi Stecksysteme? Genau. Das liegt daran, er hat halt diese CNC-Fräse, diese moderne computergesteuerte Fräse, damals mal auf einer Messe gesehen und fand das wahnsinnig spannend. Und die funktionierte halt im Zusammenhang mit dem Material MDF. Also es ist ja so Pressholz aus Resten, womit man eigentlich nicht viel anfangen kann. Das wurde damals auch nur für Schrankrückwände verwendet und so weiter, weil man das nicht gut schrauben kann. Man kann das höchstens mal irgendwo rantackern. Und das war eben auch die Herausforderung, dann zu schauen, wie verbinde ich das? Was mache ich damit? Erst hat er dann mit Kleben experimentiert und alles mögliche andere, bis er dann auf dieses Stecksystem gekommen ist, was natürlich auch viele Vorteile hatte, weil man dann das ganze Produkt auch flachgelegt verschicken kann und der Kunde sich das schnell selber aufbauen kann und dann auch noch ein Erfolgserlebnis hat quasi. Und man sehr viel Verpackung und Versandkosten dann sparen kann. Ja, und das wurde dann quasi zu unserer Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Heute stecken wir sogar unsere Hütten zusammen und unsere Möbel und alles Mögliche.
Ja, oder du hast mir noch ein Stichwort Verbindung gegeben. Ihr verbindet ja auch unternehmerisches Handeln mit Nachhaltigkeit. Ihr bezeichnet euch selbst als ökologische Überzeugungstäter mit sozialer Ader. Was kann ich mir denn darunter vorstellen oder was tut ihr denn aus Überzeugung? Wir sind ja da aus dem Wendland quasi angrenzend direkt und waren früher auch schon immer sehr aktiv in der Anti-AKW-Bewegung. Also das fing an mit Demos gegen Brockdorf oder Kalka oder Grohnde, da waren wir als Teenager schon aktiv und von daher ist man da natürlich auch bei diesen Castor-Demos immer dabei gewesen. Und wir wollten auch mal für was sein und nicht immer nur gegen was. Und da ist man dann auch schon so sehr in dieser ökologischen Richtung dann durch dieses Umfeld. Und deswegen kam das für uns auch nur in Frage, unser Unternehmen ökologisch aufzuziehen. Also ich sag mal so, dass es der Natur nicht so schadet. Nachhaltigkeit bedeutet aber nicht nur das, dass man nur auf die Natur achtet, sondern auch auf die Mitmenschen. Und wir haben auch, habe ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten, auch sehr auf soziale Aspekte geachtet, dass wir eben Schwerbehinderte integrieren und dass wir auch Flüchtlinge integrieren oder lernschwache Jugendliche ausbilden und solche Geschichten. Das wird alles mit reingemischt in das Personal, dass das nicht so eine Ghetto-Situation ist, sondern dass man so einen gesunden Mix hat und dadurch ist das Betriebsklima dann auch sehr sozial geprägt. Kann man sagen, ja. Und die Materialien werden natürlich auch entsprechend eingekauft, so nah her wie möglich und eben mit einem möglichst kleinen Fußabdruck. Zum Beispiel kommt dieses MDF aus Brandenburg oder aus dem Harz. Die jetzigen Materialien wie Dreischicht oder Birke Multiplex kommen aus dem Sauerland oder die Birke kommt aus Finnland, weil sie dort wirklich noch nachhaltig bewirtschaftet wird. Hingegen die Birke, die man hier auf dem deutschen Markt bekommt, das ist meistens aus Raubbau. Und das möchten wir einfach nicht. Da steht einfach diese Sache im Vordergrund, die Nachhaltigkeit. Und klare Priorität. Und nicht der Profit. Aber würdest du sagen, Profit und ökologisches und soziales Handeln schließen sich dann aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung auch nicht aus? Nee, das schließt sich nicht automatisch aus, aber es ist natürlich wesentlich schwieriger, damit Profit zu machen. Das ist klar, weil es ist ja alles ein bisschen teurer. Andere Hersteller kaufen auf dem Weltmarkt ein und gucken immer, wo ist heute am billigsten, wo kaufe ich es heute, wo kaufe ich es morgen. Wir haben Lieferanten, die wir teilweise seit 30 Jahren immer wieder anfragen und bei denen ordern. Und dadurch hat man natürlich jetzt in der Holzkrise auch viele Vorteile gehabt, weil man, wenn man so ein verlässlicher Partner ist, dann natürlich auch eher beliefert wird, als wenn man jetzt mal zufällig an die Tür klopft, ne? Und das spielt schon eine große Rolle dabei. Aber euer Engagement wird auch gesehen und honoriert. Ihr habt nämlich zum Beispiel mit eurem nachhaltigen Urlaubscamp Destinaturedorf, das in Hitzacker ist, den Tourismuspreis, den deutschen, da habt ihr den ersten Platz gewonnen. Ja, das war echt Wahnsinn. Da haben wir uns wirklich richtig gefreut, weil wir ja in dem Bereich total die Quereinsteiger sind und überhaupt keine Erfahrung hatten bisher. Und da haben wir uns eigentlich nochmal so einen Jugendtraum irgendwie erfüllt, weil wir früher sehr viel geradelt sind. So als Teenager schon durch Dänemark immer geradelt, mit dem Zelt im Gepäck und so weiter. Ich auch. Und ja, ist ja auch schön flach, da kann man gut radeln. Und die Dänen sind sehr gastfreundlich. Also Holger ist sogar auch oft dann einfach irgendwo auf dem Heuboden gewesen mit seinen Kumpels. Also wir kannten uns damals noch gar nicht und sind aber beide unabhängig voneinander da unterwegs gewesen. Wir haben uns dann eben diesen Jugendtraum erfüllt und haben gesagt, es gibt leider für Radler nicht so viele schöne Übernachtungsmöglichkeiten. Vor allen Dingen nicht unbedingt am Elbradwanderweg, der ja bei uns ganz in der Nähe ist und traumhaft schön ist, den wir auch schon oft geradelt sind. Und da könnte man doch mal so ein Beispiel irgendwie kreieren. Und zufälligerweise haben wir zu der Zeit auch, das hat eine Mitarbeiterin gefunden, so eine Förderung entdeckt, so eine Tourismusförderung genau für nachhaltigen Tourismus und haben da einen Antrag gestellt,
weil sonst hätte Werkhaus sich das auch nicht mal eben so leisten können, weil wir ja eben nicht so profitorientiert leider sind und nicht so viel überhaben. Und alles, was wir je über hatten, haben wir immer reinvestiert und sind eben davon gewachsen. Und dieser Tourismuspreis hat natürlich das total gepusht. Also das war natürlich super. Was allerdings auch sehr positiv war für den Staat da in Hitzacker, war tatsächlich wahrscheinlich die Pandemie, weil dadurch der Inlandtourismus geboomt hat, weil die Leute nicht mehr weg konnten. Und dieser Eventcharakter wahrscheinlich auch noch, den wir da auf die Beine gestellt haben, weil man ist da, man taucht da quasi ein, in gewisser Hinsicht in so eine Werkhauswelt. Es gibt da keine Möbel wie in den ganzen anderen Hotels oder keine Seife und alles andere ist halt speziell. Wir haben Bio-Bettwäsche, Bio-Seife, Bio-Bistro, dann diese Komposttoiletten von Goldeimer. Wir haben auch ein normales Waschhaus mit Wasserklosets, das war da auch vorgegeben eben von den Ämtern. Und ein Outdoor-Wellness-Bereich und lauter solche Geschichten. Das ist einfach bisher so einmalig und das wurde da zum Glück auch honoriert. Dann werde ich da auf jeden Fall bei meiner nächsten Radtour mal vorbeischauen. Ja, gerne. Da selber ein Bild von machen. Abschließend habe ich noch eine Frage und zwar, wir haben gerade schon drüber gesprochen, der Elbradweg oder Wanderweg, der führt ja auch durch die Metropolregion Hamburg. Und dort seid ihr auch verortet in der Lüneburger Heide, im Wendland. Würdest du sagen, dass dieser Standort auch einen Vorteil für euch bietet? Die Metropolregion? Genau, ja. Ja, absolut. Das ist ja der Speckgürtel von Hamburg. Wir haben sehr, sehr viele Hamburger Gäste, die bei uns einkehren. Und wir haben in Hamburg ja auch einen Shop. Und dadurch ist es natürlich auch wieder bekannt, wenn die Leute das im Shop dann sehen und sich da vielleicht einen Flyer mitnehmen oder da ein Plakat sehen oder irgendwie so eine Holzstele, wo das drauf gedruckt ist. Und die Produktion ist ja im Umland, wo man das noch bezahlen kann oder konnte. Im Moment wird es ja auch schon überall teurer, aber wo man auch das Land und die Produktionsstätten noch einigermaßen erschwinglich bekommt. Und das ist natürlich toll, so außerhalb das alles herstellen zu können und das dann in Hamburg und in anderen Städten, in Berlin oder Hannover oder so, dann vermarkten zu können und natürlich auch online. Und ja, wie gesagt, die Touristen kommen sehr oft aus Hamburg, weil die ja dann da losradeln oder auch noch vorher. Wir haben allerdings auch relativ viele Berliner Touristen zum Beispiel oder aus allen anderen Gebieten Deutschlands oder auch von also auch internationale Gäste da. Also es lohnt sich, von überall her zu kommen, um einen Blick ins Werkhaus zu werfen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick heute, Eva. Und ich danke auch euch fürs Zuschauen bei den Future Hamburg Talks. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal.